Los geht's, Freunde, die Saison 2 2019 in iRacing. Ja, und damit heißt euer Sergeant Hanfan euch herzlich willkommen hier auf dem Kanal der Captain Shift zur Saisoneröffnung in der Formel 3 auf dem Autodromo Enzo Edino Ferrari in Imola. Ja, ihr habt euch den Formel 3, die Formel 3 gewünscht und euer Wunsch ist mir sozusagen Befehl und ja, los kann's gehen mit der neuen Saison. Ich freue mich riesig drauf, ich habe unfassbar Bock auf diesen Flitzer. Konnte mich natürlich aufgrund der Woche 13, in der ich jetzt nicht wirklich fahrerisch aktiv war, also zumindest nicht an Rennen teilgenommen habe, sondern ich habe die Zeit genutzt, tatsächlich wirklich zu trainieren und vor allen Dingen mit ihm hier, dem Dallara F3. Ist auch zwingend notwendig. Ich tue mich unheimlich schwer noch mit dem Vehikel, aber ich meine gut, ich fange jetzt auch erst an mit dem Fahrzeug. Ich bin kein Profi. Gebt mir also Zeit über die Saison, mich auch mit diesem Fahrzeug ein bisschen zu verbessern. Ich hoffe, das ist erstmal so mein erstes Ziel fürs erste Rennen, hier möglichst incidentfrei durchzufahren. Und ja, mich eigentlich möglichst wenig zu drehen. Also in den Trainingssessions ist es mir immer wieder passiert, dass ich das Auto verloren habe mal. Also auch unser neuer Teamkollege hier im Team CRT, der Sascha, der ist letzte Saison schon hier in der Formel 3 ein bisschen aktiv gewesen. Und er meinte auch schon, er hat sich auch sehr schwer getan. Das Auto rutscht dann doch sehr, sehr schnell mal und dreht sich. Und ich kann es jetzt mittlerweile bestätigen. Also bis jetzt zumindest. Habe auch ein recht hartes Setup gewählt. Liegt wahrscheinlich auch ein bisschen mit daran. Aber so generell ist er doch ja schon so ein bisschen dievenhaft unterwegs. Da werde ich noch ein bisschen trainieren müssen. Also gebt mir Zeit über die Saison, mich hier ein bisschen... So, und damit sind wir jetzt im ersten Rennen. Also für mich schon das zweite Rennen. Das erste wollte ich euch nicht präsentieren, weil das war nur sehr kurz. Das ging für mich nur bis zur ersten Kurve. Dann wurde ich unsachte abgeräumt. Lenkung krumm und hier gibt es keinen Fast Repair, das heißt, ich stand dann erstmal eine Weile in der Box, bin rausgefahren und die Lenkung war immer noch krumm und dann ging eigentlich gar nichts mehr. Ich habe mich noch dreimal gedreht, weil ich natürlich mit der krummen Lenkung nicht klar kam auf Anhieb und dann habe ich das Rennen einfach mal beendet, weil es hat nicht wirklich Spaß gemacht. Das Rating wieder mal herzallerliebst, aber kann eben passieren, so ein Rennen. Und dann gucken wir mal hier rein, heute ist, also in diesem Rennen oder in diesem zu dieser Uhrzeit jetzt zwei Splits sind es geworden. Wir sind im Bottom-Split gelandet, weil man sieht ja hier Division 3, da fängt es an. Also die 1 und 2 Fahrer sind dann wahrscheinlich mehr oder minder unter sich. Wir sind Fünfter, an 5 gesetzt, so wollte ich sagen. Zeige ich euch meine beiden Rundenzeiten. Yes. Das Peinliche daran ist, mir ist tatsächlich auf den letzten paar Metern noch der Sprit ausgegangen. Ich hatte ein bisschen wenig Sprit für meine Qualifying-Runde dabei. Ich hätte vielleicht nochmal 0,02 oder 3, vielleicht sogar noch mehr, also wäre ich vielleicht noch schneller gewesen. Aber es reicht am Ende für Platz 5 und da hätte das auch nicht mehr gereicht, um sich nochmal zu verbessern. Aber das ist natürlich auch schon peinlich, sonst einfach für den letzten, wirklich letzten Meter der Sprit ausgeht im Qualifying. Ja, sei es drum. Also gehen wir mal ins Rennen in der Hoffnung. In der Hoffnung. Heute ein bisschen, also in diesem Rennen weiterzukommen als im letzten, denn das war doch sehr ernüchternd. Ich meine, klar, das kann passieren, ne? Der Kollege hinter mir hat einfach ein bisschen spät gebremst oder hat sich leicht vertan, wie dem auch sei. Und dann, ja, hat er mich getroffen, rumgedreht und dann noch auf die Achse gefahren und dann war es halt vorbei für mich. Das ist natürlich der Nachteil hier in dieser Serie im Vergleich zur Formel Renault. Man hat keinen Fast Repair. Sonst wäre das track nett gewesen. 24 Celsius, P5. Alright, Leute, drückt mir die Daumen. Hoffentlich geht's okay, gut. Stefan, nice and neat. Stay out of trouble. Green, green, green. Right side. Hold your line. Clear right. You're clear. Okay, gleich mal am Start einen Platz gut gemacht. Puh.
In der Doppelrechts habe ich ganz gerne mal im Training mein Auto verloren, deswegen war ich da jetzt besonders vorsichtig. Gerade weil ich natürlich auch nicht weiß, wo die anderen Jungs hier so ihre Anbremspunkte haben. Und bevor ich mich da vertue, erstmal ein, zwei Runden ein bisschen ankommen hier im Rennen. So eine Aktion, gerade mit den hohen Curbs hier, verbiegt man sich auch ganz schnell mal den Frontflügel, ist mir im Training so häufig passiert. Und eigentlich habe ich gehofft, ich habe daraus gelernt und nehme Abstand von den Curbs. Hinter Silvio, der hinter mir herfährt, klafft schon eine recht ordentliche Lücke. Okay, mate, we really think you should pass this guy. Bisher kann ich ganz gut mitgehen. 18 Runden stehen übrigens auf dem Plan, habe ich ganz einfach vergessen zu erwähnen. Und auch das, die erste der beiden Linkskurven gerade eben. Auch immer so in Trainingssessions so meine Problemkurven. Hat ein bisschen den Anschluss verloren, auch aus dem Windschatten raus. Mal sehen, ob ich Kari vor mir wieder ein bisschen einholen kann. Kurz in den Begrenzer. Da lag das Auto gerade dezent unruhig. Passiert immer wieder dann, wenn man beim Einlenken den Curb trifft. The gap behind is now 0.8. Also bei der ersten rechts, der beiden rechts, dann und da so ein bisschen über den Curb kommt, dann fängt das Auto an, extrem unruhig zu liegen. Man sollte halt die Finger oder vielmehr die Reifen von den Curbs lassen. Ne? Na, jetzt haben sich ja vorne alle so ein bisschen eingependelt und ziehen leider davon. Okay, Stefan, hold your nerve, just keep it smooth, no mistakes. He's faster than you, entering. Thank you. Ja, Jeff, ich gebe mir Mühe. Hold your nerves, aber er ist schneller als du. Das sind Sätze, die ich hören will, Jeff.
Sollst du mich motivieren? Motivieren wolltest du mich. Uiuiuiui. Ein bisschen Zeit nach vorne gut gemacht. Oh. Und auch nach hinten. War also scheinbar eine ganz gute Runde. Oder eine schlechte von den anderen, je nachdem. Mal gucken, was die Rundenzeit sagt. Ja, doch. Okay. Alright, Stefan. There are chances here. Let's make sure we can take them. It's your best lap in this session. Davon dürfen es gerne ein paar mehr sein. Lieber nach vorne Druck machen, als sich von hinten Druck machen lassen. Track limits. Wofür kriege ich denn da jetzt einen Slowdown? Als hätte ich da jetzt Zeit bei gut gemacht. Ha! iRacing. FU. Aber da ist wieder genau das passiert, ne? Leicht über den Curb. Auto wird unruhig beim Anbremsen und dann, ja. Okay, Silvio. Dann müssen wir wohl versuchen, dich wieder einzuholen. Aber ihr seht es nach hinten jetzt 8,6 Sekunden. Also das nach hinten sollte eigentlich ganz gut aussehen. Wie schön das geht. Wenn man die Kurve richtig trifft. Mann, Mann, Mann. There's an incident in. Well, that's a two. You think it might be Anderson? Sehen wir den Ausgang besser gekriegt. Schade. The gap ahead is now 0.5. That was a 0.39. Das Ding ist noch nicht durch. Das wird noch ein heißer Fight. Schwer natürlich eine richtig gute Position zu kriegen, um ihn zu überholen, wenn man so ungefähr gleich schnell ist. So. Da wollte mein Vehikel nicht runterschalten.
Yellow flag. Looks like P3's gone off in Variante Alta. Da hat's den ersten vor uns mal zerlegt. Hier den Ausgang. Den kriegt Silvio immer minimal besser. Zieht dann immer wieder weg. Ich meine, ich werde jetzt wahrscheinlich im Windschatten wieder ein bisschen rankommen können. Aber komme ich tatsächlich am Ende der Geraden in den Begrenzer, obwohl ich schon die Übersetzung etwas verlängert habe des sechsten Gangs. Aber naja. Sehen, ob der gute Richard hinter uns, der wird ja mit Sicherheit schneller sein, wie schnell er an uns rankommt und geschweige denn vorbei. Vielleicht können wir da sogar im Endeffekt noch ein bisschen Nutzen rausziehen, wer weiß. Oh. Und dann? P4's gone off in Acromineralli. Oh, Stefan, track limits, come on. Right side. Still there. Still there. Clear right. Right side. Clear right. Oh, Dreher. Nein. Ach Gott, so ein Ärger. Habe ich ihn berührt? Nein, ich glaube nicht. We've been warned about track limits. Ah. Ja. In der Kurve habe ich es auch leider nie versucht, irgendwie mal zu überholen. Nicht ideell auf der Linie gewesen und dann hat's das Auto, ja, um die eigene Achse gedreht. Ah, blöder Fehler. Hätte nicht sein müssen. Aber es war ein Versuch. Aber das meinte ich in der Anmoderation. Gebt mir Zeit. Ich muss natürlich das Auto auch so ein bisschen an seine Grenzen bringen und nach mal testen, was kann das Auto. Now 5.5 seconds. Ah, das ist echt ärgerlich. Vor allem, weil ich natürlich jetzt wieder hier im Niemandsland rumfahre. Aber Richard ist auf jeden Fall schneller als Silvio. Front is now 6.8. Ah, das meine ich. Dieses Auto hüpft so. Ist einfach ein bisschen zu hart eingestellt wahrscheinlich. Ah, hör auf zu hüpfen. Mann. Gibt keinen Grund, sich zu freuen. Aber dennoch, wir sind immer noch Vierter, Freunde. Also, ja, aufgrund von Fehlern der anderen. Tamburello, looks like it's Anderson, half distance. Fuel looks good. Ich hab's leider das Überholmanöver schön versaut. Was vorne noch passiert. Richard ist jetzt ziemlich dicht an Silvio dran. Vielleicht profitieren wir da noch mal irgendwie von. Wenn die sich da jetzt überholen, kostet das ja auch alles ein bisschen Zeit.
Wichtig wäre nur natürlich, dass euer Sergeant hier möglichst fehlerfrei bleibt. Jetzt so langsam. Ich hatte auch leider nicht das Glück, im Training mal Überholmanöver zu üben. Weil die Trainingssessions, die ich hatte, die waren eigentlich überwiegend recht leer. Und wenn mal jemand da war, dann haben wir uns auf der Strecke nicht unbedingt getroffen. Deshalb, da braucht euer Sergeant noch ein bisschen Zeit, um sich an das Auto zu gewöhnen. Aber Sascha, falls du das Video hier gerade guckst, ich stimme dir zu, das Auto fährt sich schon extrem anspruchsvoll. Aber the gap in front is now. Wir kommen nach vorne ran. Vielleicht geht da noch was. Auch hier in der Schikane gilt auf jeden Fall möglichst von den Curbs wegbleiben. Ihr seht's ja. Wenn man nicht die Curbs trifft, so wie gerade, dann hüpft das Auto auch nicht. Und dann kann man einfach auch mal deutlich besser rausbeschleunigen. Hier in der Doppellinks, da kann man gerne mal den inneren Curb so ein bisschen mitnehmen. Das geht. Aber der äußere, habt ihr gesehen, ist etwas bouncy. Nein, ich habe Bouncy gesagt, nicht Bounty. So, die beiden da vorne laufen jetzt auf Anderson auf, so ein bisschen auf die Überrundung. P4. Ah, sind sie schon vorbei? Hat aber wieder ein bisschen Zeit gekostet. Die Hoffnung, dass sich die beiden da vorne noch mal irgendwie ein bisschen behakeln, wovon wir dann vielleicht profitieren können. Weil Richard ist ja scheinbar immer wieder sehr dicht dran an Silvio, aber das reicht noch nicht zum Überholen. Last lap was a 138.5. Sector 1 is 0.4 off the pace. The gap in front is now 5.3. Ah, dieses Auto kommt aber auch schnell in den Begrenzer. Verdammt! Dann klingt das immer so brutal.
der Schikane. Da mache ich scheinbar ziemlich viel Zeit gut auf die beiden. Nutzt mir über die ganze Runde nicht so viel. Und ich komme zu langsam näher. Jungs, jetzt überholt euch doch da vorne mal. Mein Gott, das ist also schwer. Lap times are pretty consistent. Ach Mann, Sergeant. Don't touch it. Nein! No, Stefan, come on, track limits. Das wollte ich so. Das wollte ich genau so. Das war kein Loss of Control, habt ihr gesehen? Ach, verdammt, wieder den Körper getroffen. Yellow flag, keep your wits about you, mate. There's an incident in Varianti Alta. It looks like Anderson. Ja, der scheint auch ein bisschen schwierig zu sein. Der gute Anderson. Oh. Ach, bitter. Na gut. So ist das. Anderson, mach keinen Mist. What oh, really? Keep it steady. Clear to the left. Really, Anderson? The gap behind is now 9.9. Jetzt hänge ich hinter dir fest. Das war extrem unclever. Bezwecken möchte. Jetzt steht er mir schön im Weg rum. Left side, clear left. Dann muss man halt ein bisschen mit der Brechstange. Mann! Völlig albern. Ich meine, er hat doch mit Sicherheit vorhin schon auf den Relatives gesehen, dass er auch auf mich ordentlich verliert. Ich meine, ja klar ist er denn schneller auf der Geraden, aber ich meine, das kostet doch für mich nur Zeit. Muss er einmal kurz Luft und er liegt eine Runde zurück. The gap ahead is now 11 seconds. Ja gut. Oh, was denn jetzt? Oh. Okay. We just had a warning for cutting the track. Was? Hab ich gar nicht, Jeff. Erzähl doch keinen Schwachsinn. Na ja, gut, aber ihr seht, was ich meine. Auch euer Sarge hat hier doch dezent Probleme. Noch mit dem Auto. Oder der Strecke oder beidem. Da fehlt eben doch noch die Erfahrung.
leader has just done a 137.8. Ach, komm schon. Oh, Stefan, track limits, what? Come on. Wofür? Ich hab doch noch Zeit verloren dadurch. I think P3's gone off in Ravanza 2. Oh. Da hat der Richard sich das Auto wohl verbogen. Und ich sag's ja jetzt ungern, aber Freunde, wir sind Dritter. Verrückt. Aber gut, auch ich kann mir das Auto nicht verbiegen. Two to go. Keep it together. We'll be on the podium. Ich meine, ich komme ja mit dem Auto so weit ganz gut zurecht, dass ich einigermaßen schneller unten fahren kann. I think P6 has pinned it in. Tamburello. Aber die Konstanz fehlt noch. Vielleicht wird es nächste Woche besser. Mal gucken, ob die Strecke dann meinem Fahrstil und dem Auto wieder mehr entgegenkommt. The gap behind is now 6.6. Aber grundsätzlich wäre Platz 2 hier durchaus im Bereich des Möglichen gewesen. Also zumindest von der Pace her. Oder vielmehr von der Pace und des Rennverlaufs her. So. Dadurch, dass natürlich die Jungs vor mir, wie Richard oder so, Fehler gemacht haben und das Auto zerstört haben, haben wir natürlich 2-3 Plätze gewonnen. Okay, Stefan, one more to go. Keep it together, we'll be on the podium. Schade für euch. 138.4. Hat euer Sarge euch um ein spannendes Rennen gebracht? Weil ich denke mir, mit Silvio hätte ich mir noch ganz guten Battle liefern können. Und dadurch, dass ich in den letzten Runden ja auch noch ganz gut aufgeholt hatte, wieder auf die beiden Jungs vor mir, vielleicht wäre ich sogar noch mal rangekommen, aber naja. Wir werden es nie erfahren, weil euer Sarge zu blöd war. Oh, nochmal safe durch die Schikane gefahren. Auf Silvio auch noch mal ein bisschen Zeit gut gemacht, aber ich denke mal, der wird jetzt auch den Schongang reingehauen haben. Ach Mann, ist das bitter. Oh, ups. Alright, Freunde. Da kommt er durchs Ziel oder aufs Ziel zu gefahren, der Sarge. Und da ist er im Ziel. Und damit holen wir uns. Well done, Stefan. Great drive. That's a podium. Genau das. Das Podium im ersten Rennen. Ja, im Bottom-Split. Egal. Ich freue mich drüber, ganz ehrlich. Auch wenn ich mit dem Rennen nicht so zufrieden bin. Aber ihr kennt mich. Ich bin ein bisschen selbstkritisch. Die Fehler haben mich genervt. Das waren ein paar zu viele. Ich hatte gehofft, dass es vielleicht nur einer wird oder so. Aber okay. Blöd gelaufen. Sei es drum, Platz 3. Immerhin im Vergleich zu dem ersten Rennen, was ich hier gefahren habe, ist das eine absolute Steigerung, würde ich behaupten. Ich glaube, am Ende bin ich der 18. geworden, da war es auch nur ein Split. Aber so ist es manchmal, da hat man eben Pech, dann wirst du abgeräumt. Und ja, Silvio, muss ich sagen, hier fehlerfrei oder wahrscheinlich annähernd fehlerfrei. Wäre da mal kurz einen Quersteher gehabt oder so, aber habe ich nichts von mitbekommen. Also alles in allem, Silvio super Rennen gefahren und dann ist er natürlich auch verdient Zweiter geworden. Dylan, und witzigerweise, dem habe ich schon mal zugeguckt. Jetzt in den, also von den Rennen, die ich mir mit angeguckt habe, mache ich ja des Öfteren mal.
dass ich mir, wenn ich Zeit habe, das ein oder andere Rennen vorher schon mal angucke, um eben rauszufinden, wo sind denn so ein paar Passagen, auf die man achten muss. Wo wird es denn mal kritisch? Und da habe ich ihm auch zugeguckt. Da hat er auch recht viele Fehler reingehauen. Dieses Rennen. Hier heute gar nicht. Wahrscheinlich einfach auch Training. Ne? Also wenn ich das Rennen jetzt vielleicht auch nochmal 3-4 Mal fahre. Da steht da der Dylan. Und dreht seine Donuts. Freut er sich. Watch your speed. Bisschen schnell, wa? Egal. Jo, Freunde. Das war Rennen 1 in der Formel 3. Es tut mir echt verdammt nochmal leid, dass ich es nicht geschafft habe, euch hier irgendwie noch Spannung zu bieten. Aber ihr habt gesehen, es ist theoretisch möglich. Also wie gesagt, Silvio und auch Richard, ich glaube, das wäre durchaus im Bereich des Möglichen gewesen, dass wir uns hier nochmal irgendwie wieder battlen. War nicht so, sei es drum, das Rennen, vom Ergebnis her, kann ich nur sagen, absolut zufrieden. Podium zur Saisoneröffnung. Jo, was eigentlich auch ganz gut, habe ja Silvio gleich mal überholen können, also schön beim Anbremsen. Ich gemerkt habe, er bremst recht früh, war okay und ich hatte innen halt Platz, da dachte ich, probier's mal und auch hier haben wir uns schön Platz gelassen, also sauberes Manöver, dann hat er ein bisschen zurückgesteckt. Wahrscheinlich auch gemerkt hat, ich war schneller, war auch okay, also völlig fair, so muss es sein. Und schön den Platz gut gemacht, das war soweit erstmal ganz gut, nur leider habe ich dann zu viele Fehler gemacht. Aber ihr seht auch hier hinten im hinteren Feld, so ähnlich habe ich das in den letzten Rennen auch, ich dachte jetzt berühren sie sich rückwärts nochmal, das wäre natürlich auch fies geworden. Ja. Oh, beim Anbremsen, das ist natürlich auch bitter. Aber genau das sind so diese typischen Fahrverhaltens, typischen Fahrverhaltensweisen, machen wir das so? Verdammt. Die so dieser Formel 3 mit sich bringt. Wenn du ein bisschen zu stark bremst, dadurch, dass er natürlich auch sehr weit auf der Hinterachse bremst, ja gut, klar, kannst die Bremsbalance nach vorne stellen, dann ist es nicht mehr ganz so. Aber dann passiert es dir sehr, sehr schnell, dass genau sowas eben passiert, wie gerade bei dem gelben Fahrzeug, dass er sich dann eben einfach beim Anbremsen wegdreht. Ist mir auch in den Trainingssession des Öfteren passiert. Und hier genau das wieder so das typische Ding, was auch eurem Sarge zweimal passiert ist. Aber ich kann euch so viel dazu sagen, in den Trainingssessions ist es mir noch viel häufiger passiert. So gesehen, ich bin lernfähig, nur fehlt mir wahrscheinlich einfach noch die Erfahrung auf dem Auto. Ist natürlich auch klar, wenn ich jede Saison ein anderes Fahrzeug fahre, muss ich nicht natürlich so ein bisschen immer, zumindest für meine schlechten Fahrerskills, mich immer so ein bisschen dran gewöhnen. Deswegen sage ich ja, gebt mir Zeit. Ich hoffe, dass das zur Saisonmitte hin schon besser geworden ist. So, es wird bestimmt wieder die gleiche Szene sein. Naja, hier geht es auch ohne, dass man den Körb trifft. Aber dann ist man wahrscheinlich einfach ein bisschen zu schnell reingefahren oder hat die Bremse schon berührt. Bremsen darfst du natürlich in der Kurve gar nicht. Und auch hier, oh, das war knapp. Das war ordentlich knapp. Ja. Kommt euer Sarge bestimmt nachher auch nochmal wieder schön ins Bild. Auch hier beim Rausbeschleunigen zu viel Gas gegeben. Und auch der an 1 gesetzt. Oha, ja, die Curbs. Die Curbs. Also man kriegt das hin hier auf der Strecke, dass man das Auto weicher abstimmt. Dann springt er halt nicht so. Und ihr seht jetzt schon vorne, wie der Frontflügel dann ordentlich hochsteht. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, das macht ganz krass schon einen Unterschied an der Endgeschwindigkeit am Ende, wenn der Frontflügel vorne schon nicht mehr gerade ist. Also so gesehen. Ja. Der an 2 gesetzte. Das war die Szenerie. Okay, alles klar. Ich entsinne mich. Ich glaube, da haben wir uns aber schon ein, zwei Mal gedreht. Also zum Glück waren wir nicht im Bild. Und das war auch das dezent harte Überholmanöver. Und ein bisschen spät auf der Bremse. Geht eben schief. Ja, man muss halt mehr diese Überholmöglichkeiten trainieren. Ich hoffe, dass ich zum Ende der Saison oder im Laufe der Saison, nicht zum Ende hin, sondern im Laufe der Saison, mehrere Möglichkeiten habe, das noch zu üben. Und hier wieder die Nummer 13 und wieder ein bisschen spät gebremst und dann den Kollegen abgeräumt. Ja, das ist dann natürlich immer, das ist so typische Unerfahrung, Unerfahrenheit in der Serie, im Rennen selber. Wenn man einfach zu dicht auffährt und zu spät bremst, dann passiert eben genau das. Zumal es eben vorher in der Runde ja auch schon passiert ist. Ach, zum Glück, euer Sarge wird noch nicht gezeigt.
Oh, und da habt ihr es gesehen, war der Frontflügel krumm, nur weil man ein bisschen die Curbs berührt hat. Ich weiß gar nicht, ob meiner auch beschädigt war, das kann durchaus sein. Ich habe ja doch auch das ein oder andere Mal die Curbs übel mitgenommen. Ja, hier sieht er noch relativ gerade aus, glaube ich. Obwohl, ne, schon ein bisschen krumm, glaube ich. Ich weiß nicht ganz genau. Aber der Kollege mit der 10, ich glaube, das war Anderson, der hat sich ordentlich schwer getan. Aber wie gesagt, ich kann es verstehen, man braucht echt deutlich mehr Training. Ui, interessant abgebogen. Das war das Überholmanöver, glaube ich, von Richard mit dem Versuch an Silvio. Und dann ist es schief gegangen. Und das war dann der Grund, warum wir ihn noch überholt haben. Weil er dann, ihr seht es vorne, Reifen rechts ist krumm. Also da war für ihn das Rennen gelaufen. Bisschen spät gebremst. Das auf jeden Fall schon mal aus meiner Erfahrung, falls ihr auch erst anfangt mit der Formel 3 zu fahren. Bremst lieber ein bisschen früher und beschleunigt danach besser raus. Damit macht ihr mehr Zeit gut, als zu spät zu bremsen. Im Idealfall bremst ihr natürlich spät und beschleunigt früh raus, aber das ist was euer Sarge auch nicht wirklich gut kann. Also, ach, zum Glück. Oh, schön abgeräumt. Bam! Da wurde er gleich disqualifiziert wahrscheinlich. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, weil das Auto war immer verschwunden. Durchaus sein, dass das dann schon too much war für ihn. Da sehen wir nochmal wieder Mr. Anderson. Und das ist auch so ganz fies, wenn ihr euch genauso dreht wie er gerade und dann halt mit dem Vorderreifen oder Flügel an den Curbs hängen bleibt, dann ja, ist natürlich das Auto auch krumm. Das war's, Freunde. Das war's von diesem ersten Rennen. Ja, ich hoffe, ihr hattet dennoch ein bisschen Spaß, aber dennoch hoffe ich, dass es in den nächsten Rennen wieder ein bisschen spannender wird. Gucken wir nochmal zusammen auf die Auswertung des Rennens. Und da hatten wir dann ein Strength of Field von 1436. Also war jetzt gar nicht so hoch, aber gut, war natürlich, könnt ihr natürlich nochmal gucken, ich zeig's euch auch, Splits, ja, war der Bottom Split, ne? Bottom Split. Deshalb natürlich Platz 3 jetzt auch wieder ein bisschen relativ zu sehen, aber hey, es ist ein Rennen und wir sind Dritter geworden und ich freue mich darüber. So, fertig, Schluss aus, 77 Meisterschaftspunkte gibt es, gibt wieder mal ordentlich I-Rating dazu und was ich jetzt wieder dringend brauche, Safety Rating gab es auch ordentlich dazu, 0,22, das ist nicht wenig, obwohl ich 5 Incidents produziert habe. Nachdem natürlich jetzt im letzten Rennen mit 15 Incidents, die ich dann hatte, das dann schon wieder unter die 2,0 Marke ging. Also, Safety Rating kann ich definitiv gebrauchen. Und natürlich auch I-Rating, da freue ich mich auch mal drüber. Ja, wie gesagt, Silvio, ich hätte kriegen können, wenn ich nicht so viel Fehler gemacht hätte. Wir gucken mal ganz kurz, schnellsten Rundenzeiten war ich sogar noch ein bisschen schneller. Ja, die Durchschnittsrundenzeit war er natürlich schneller, weil ich eben wieder ein paar Rundenzeiten drin hatte, die nicht so prickelnd waren. Ist. So, okay, das so viel dazu. Dann gucke ich mit euch auf die, ja, auf den jetzigen Stand in der Meisterschaft, sofern das alles schon erfasst wurde, ist es. Das finde ich super. Das heißt, in Division 4 stehen wir jetzt nach einem Rennen aktuell auf Platz 5. Aber wir haben heute Dienstag, die Saison ging heute erst los. Ich bin deswegen heute schon das Rennen gefahren, weil ich eben natürlich viel Zeit in der letzten Woche hatte, mich hier drauf vorzubereiten. Deswegen dachte ich mir, ich kann das Rennen schon mal fahren. Wird es natürlich noch ein bisschen weiter nach hinten gehen. Was ihr jetzt auch hieran sehen könnt, Time Trail, wir kriegen aktuell 100 Punkte. Das heißt, wir haben das beste Ergebnis gefahren. Das liegt einfach daran, dass bisher nur 3 Leute ein Ergebnis haben. Naja, wie gesagt, es ist Dienstag, da kommt noch ein bisschen mehr dazu. Somit liegen wir natürlich aktuell in unserer Division 2. Platz 1, Alter, Meistertitel in Sicht, ich riech das schon. Okay, Spaß beiseite, das wird sich natürlich alles zum Ende hin noch ein bisschen relativieren. So viel aber erstmal dazu, dann schauen wir nochmal ganz kurz, wo geht's nächste Woche hin, worauf dürft ihr euch freuen, worauf freue ich mich, Interlagos, ja. Ab nach Brasilien für 20 Runden, mal gucken, wie ich da mit dem Formel 3 zurechtkomme, vielleicht kriege ich das ja schon ein bisschen besser hin, da gibt es zumindest meines Wissens nach nicht so viele von diesen hohen Curbs, also schauen wir mal, wie es da läuft und ja, ich hoffe, ihr hattet, auch wenn das Rennen nicht wirklich spannend war, das tut mir natürlich leid, aber passiert, ich hoffe, ihr hattet dennoch Spaß und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, da freue ich mich riesig drauf. Und natürlich lasst ein Abo für den Kanal da, falls ihr das noch nicht ohnehin schon getan habt, freut sich euer Sarge und natürlich auch der Captain riesig drüber und das ganze Team. So, ja Freunde, wir sehen uns also zum nächsten Rennen wieder, seid also wieder dabei und euer Sarge bedankt sich. Macht's gut, Freunde, bis dahin. Tschüss.